Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen, hier zurück bei Crusader Kings 3 mit Rusticula hier im Heiligen Römischen Reich. Wir werden jetzt den Glauben reformieren und ich habe mir das Ganze schon mal ein bisschen angeschaut. Ne? Die gute Situation ist, alle unsere Vasallen werden uns folgen. Das ist total toll. Wir werden jetzt eine unserer großen Schwächen hier erstmal ausbügeln. Wir packen uns jetzt hier nämlich weltlich rein. Ich habe nämlich im Grunde eigentlich schon alles vorbereitet, wie ihr seht. Wir sind ab jetzt hier gleichberechtigt in unserem Glauben. Also es gibt keine männlich dominierte Welt mehr. Ich finde es passend, dass Rusticula als diese große Kaiserin das ja so reformiert. Sie ist einfach diejenige, die das durchsetzen kann. Ich bin nur überlegen, wie ich hier mit Inzest umgehen will. Was ist verboten? Ich kann ja eigentlich gar nicht so viel ändern, weil das nämlich letzten Endes ziemlich teuer ist. Haltung zu Bastarden bleibt hier Legitimierungssache. Haltung zu Ehescheidungen bleibt erlaubt. Heiratsart ist momentan monogam gedacht. Das wird auch so bleiben. Die Perversionen bleiben verpönt. Gleichgeschlechtliche Beziehungen bleiben akzeptiert. Warum sollte man das anders machen? Weiblicher Ehebruch ist einfach nur verpönt, genauso wie der männliche. Verwandtenmord ist verpönt. Akzeptiert ist echt krass. Keine engen Verwandten. Ja, ich lasse es trotzdem mal. Hexerei ist nur verpönt. Es gibt noch keinen Grund, warum sie das ändern sollte. Wir haben jetzt hier bei den klerikalen Funktionen, da bin ich weggegangen von Rekrutierung hin zu Kontrolle. Weil das hat sich einfach so jetzt für mich persönlich am besten dargestellt. Klerikale Ehen sind... Wisst ihr was? Ich erlaube das sogar. Und ja, ihr seht auch sogar schon den Namen, den ich hier gewählt habe. Es ist der Rusticulismus. Mit rustikulistisch, Rusticulist und den Rusticulisten. Also eine Weiterentwicklung des Herkulismus. Die Beschreibung lasse ich einfach leer. Und diesen Glauben erschaffen wir jetzt. So, kostet eine Menge Punkte. Zack. Und da ist es passiert. Wir haben einen neuen Glauben. Und müssen ihn jetzt erstmal quasi in unserem eigenen Reich erstmal verbreiten. Ansonsten haben wir hier oben alles gelassen, weil das fand ich eigentlich ganz okay. Wir sind jetzt hier selber das Glaubensoberhaupt geworden. Wir sind jetzt hier Papst und Kaiserin. Rusticula, die Gelehrte vom rusticulischen Pontifikat im Alter von 71 Jahren. Übrigens, der Titel ist erblich, ne? Das... Im Grunde sind wir so eine Art Gottkaiser geworden oder eine Gottkaiserin. So, jetzt muss ich hier bloß mal anfangen, hier in den meinen eigenen Gebieten. Ich bin zu doof, das hier zu finden. Hier irgendwo muss es doch sein. Hier ist Koblenz, Köln, genau. Die Grafschaft ist rusticulistisch, sehr gut. Hier ist es so ein bisschen herkulistisch. Im Großen und Ganzen fangen wir jetzt einfach mal hier damit wieder an. Gemeinde bekehren hier in Koblenz, dass die Leute hier schnell zu Herkulisten werden. Entschuldigung, zu Rusticulisten werden. Genau, die haben mir direkt schon mal den Glauben angenommen. Das ist total toll. Geld haben wir gerade eben genug. Hier kann ich die Schwertkämpfer und so. Ja, komm, ich gebe jetzt ja auch mal ein bisschen Geld aus. Aber nicht zu viel. Ich muss ein bisschen Geld sparen. Jetzt muss ich hier einen neuen mal weggeben. Denn wir haben dadurch jetzt hier gerade eben aus irgendeinem Grund einen Dingens verloren. Und jetzt ist halt die große Frage. Der Rusticulismus hat übrigens jetzt wieder das normale Kreuz. Wir haben es einfach wieder umgedreht, nachdem der echte Papst weg ist. Ne? So. Jetzt mal überlegen. Wie kann ich einen... Heiligen Krieg zum Beispiel über jemanden bringen. Denn das hier sind ja zum Beispiel jetzt Herkulisten, ne? Ich kann den Titel übrigens beanspruchen. Oder bin ich jetzt König von England? Einen fallen gelassenen Anspruch auf den Titel König von England erhalten, das fand er jetzt nicht so geil. Das kann ich jetzt hier natürlich nicht mehr ändern. Aber egal. Hier habe ich immer noch... Religionskrieg im Königreich ist nicht möglich. Aber ich kann einen Kreuzzug um das Königreich jetzt hier vom Zaun brechen.
Kriegserklärung bricht Bündnis. Ihr setzt eine Ruhmstufe ein. Kann ich das Bündnis einfach brechen? Also es ist nur so. So eine These, ne? Ich beanspruche auf jeden Fall jetzt einfach schon mal quasi den Titel. Wir haben es also de facto diesen Anspruch und das ist halt das Wichtige. Aber ich finde es halt sehr, sehr witzig, dass wir das jetzt hier tun können. Kann ich dasselbe jetzt hier machen eigentlich mit ihm? Da ist immer noch ein Waffenstillstand. Kreuzzug gegen sein Königreich. Königreich Kroatien, Italien. Burgund, Romagna gegen die Republik Venedig. Oder hier. Okay, also ihr seht, das ist alles ein bisschen komplizierter, als man es meint. Aber sei es drum. Sei es drum, sei es drum, sei es drum. Wir können also ab jetzt theoretisch selber entscheiden. Das war seit langer, langer Zeit mal mehr als notwendig. So, die rustikulistische Spaltung. Die herkulistischen Priester sind vom rechten Weg abgekommen und wir können nicht mehr darauf vertrauen, dass sie uns gut führen. Daher habe ich eine ausgewählte Gruppe Priester zusammengestellt, mit der ich die Zukunft unseres Glaubens besprechen werde. Schon jetzt sprechen entflammte Priester darüber, Kreuzzüge zu entsenden, die ihrem neuen Glauben in die Welt hinaustragen sollen. Und ihr neuer Glaube ist mit den kulturellen Traditionen verschmolzen. Nun gibt es eng verbundene Gemeinden von Rustikulisten, die nur ungern Außenseiter aufnehmen. Ich habe mich entschlossen, diese aufstrebenden rustikulistische Bewegung persönlich anzuführen und so den Titel Papst angenommen. Dieser erhabene Posten werde ich an meine Nachfahren weitergeben. Ja, die Alte ist dann im hohen Alter dann doch noch ein bisschen wahnsinnig geworden, ne? Kann man so sehen. Aber auf der anderen Seite, sie ist eine Glaubensikone. Wer kann ihr hier irgendwie widersprechen, würde ich mal behaupten. Aha, wir haben Adams Unschuld gefunden hier auf der Pilgerreise. Wir sind übrigens immer noch auf einer Pilgerreise. Ne? Da kam uns die Idee mit dem eigenen Glauben. Als meine Gruppe sich anschickte, das Lager abzubauen, bemerkte ich in der große Aufruhr in der Nähe. Ein nackter Mann ist auf einem hohen Felsen geklettert und predigt vor der versammelten Menge. Die Erbsünde befleckt noch immer unsere Seelen, meine Freunde. Doch das muss nicht sein. Wenn wir unsere Gewänder ablegen, können wir verlorene Unschuld von Adam und Eva zurückgewinnen. Dann und nur dann wird der Heilige Geist uns als würdig betrachten, uns Gottes wahre Liebe zeigen. Aha. Er weiß, wovon er spricht. Es ist. Ich habe mich den höchsten Mächten noch nie so nahe gefühlt. Direkt ist einfach mal als Päpst rüber zum Adamitub konvertiert. Nein. Natürlich nicht. Ketzerei holt ihn da runter. Oder ich fordere ihn zu einer theologischen Debatte heraus. 77% Erfolgschance. Ihr überzeugt ihn davon, dass sein Tun ein Irrglaube ist. Yes! Die Päpste hat gleich schon mal zugeschlagen. Okay. Meinung von Glaubensgeschwistern kann ich jetzt erhöhen. Ich könnte aber auch erstmal quasi dafür sorgen, dass sie länger lebt. Aber ist im Grunde egal. So, erstmal gläubig natürlich. Das wäre jetzt einfach quasi das Sinnvolle. So, und jetzt bin ich mir überlegen, was mache ich eigentlich mit den Kriegerorden? Wir haben diese Kriegerorden nicht mehr, ne? Der herkulistische Kriegerorden, der ist ja nicht mehr da. Also nicht mehr für uns verfügbar. Das muss man an der Stelle wissen. So, wir kommen jetzt an und sind nun ein entschlossenes Pilgerlein. Boings. Wir werden es auch bald zurückkehren. Gott, was die alles an Perks angesammelt hat. Es ist der Wahnsinn. Das ist echt heftig. So. Wie weit sind wir eigentlich hier? Na, das dauert ja alles länger. Diese Primogenitur dauert noch viele Jahre. So, wir kehren zurück. Das hier brauche ich alles nicht. Kann ich eigentlich Entscheidungen treffen jetzt hier so als Papst? Nicht so richtig. Hier fehlen mir noch 13 Punkte. Ich will auf jeden Fall einen Kriegerorden erschaffen. So. Die hasst mich. Ja. Wir begraben das Kriegsbeil.
Komm schon, dieser eine Punkt wird doch wohl noch drin sein. Na also, wir gründen jetzt einen Kriegerorden. Hauptquartier Vorbach, wo ist denn das? Ganz im Ernst, habe ich nichts dagegen, wenn die da sitzen. Kosten 500, 1000 davon. Bäm. Kriegerorden gegründet. Großmeisterin Richara von den Jakobsrittern. Haja, why not? Und rustikalische Erhabenheit. Graf Milo hat sich mit seinem vollkommenen Ablehnung jeglicher fleischlicher Genüsse einen makellosen Fluch genau erarbeitet. Ein Ruf natürlich. Er ist ein Vorbild für uns alle. Amen. Wie auch immer. Ja, das mit den fleischlichen Gelüsten hätte man auch noch. Also man kann ja wirklich allerhand Scheiß machen, aber ich will mich halt so nach und nach einfach quasi wegbewegen. Den Glauben evolvieren sozusagen. Ne? Mit Evolution. Hihi. Kaiserreich Italien ist immer noch nicht möglich. Uns fehlen immer noch drei de jure Dings da. Herzogtum Emilia kann ich auch immer noch nicht schaffen. Weil Mantua im Weg ist. Wie lange ist denn der Waffenstillstand noch aktiv? Wo ist es denn? Waffenstillstand mit Gräfin Ilona kann für 7 Jahre bis 1215 nichts machen. Und hier bis 1209. Hey, am 2. Februar geht's los. Das ist sehr, sehr bald. Oh, was ist jetzt los? Jetzt bin ich spontan wieder über die Vasallenschwelle gerutscht. Das darf nicht wahr sein. Wie ist denn das passiert? Okay, wir kümmern uns drum. Das ist die Liste der Vasallen. Es ist echt viel. Zu wem gehörst du eigentlich, Herzog? Von Mann. Ach, von der Isle of Man. Gehört zum Königreich Schottland eigentlich. Das Problem ist, dass das Königreich Schottland ihm gehört. Und was ist mit dir hier? Das ist hier. Ja, dann gebe ich dir doch. Nee, das ist ja ein keiner von meinen Leuten. Ach, jetzt wird es schwierig, hier die Vasallenkiste irgendwie in den Griff zu bekommen. Der Herzog von Prutzen ist ja auch nicht wirklich meiner. Dafür möchte ich das Königreich Litauen haben, aber das kann ich nicht übernehmen. Ja, dafür muss ich den Typen besiegen. Nischi Novgorod. Wie sieht's hier aus? Königreich von Wladimir kann den Titel nicht erschaffen. Ist also auch nicht möglich. Wer bist denn du? Alicante. Das ist doch irgendwo in Spanien, oder? Ja, natürlich ist es in Spanien. Hier fehlt mir immer noch ein einziger, damit ich den Titel erschaffen könnte. Let Gallen. Wo ist das schon wieder? Hier irgendwo da oben. Da ist auch wieder Königreich Litauen am Start. Okay. Ich habe halt... Doch, warte mal, hier ist noch mein Graf. Der Graf von Spoleto. Den kann ich loswerden. Oh, wie gut. Genau, das ist nämlich das Herzogtum Spoleto. Warum kann ich dir nichts geben? Falscher Lehnsherr. Oh Gott, ich könnte kotzen. Ja, wie mächtig ist denn die Dame momentan? Die ist immer noch ziemlich pleite, hat aber eine Menge Truppen. Ich bin am Überlegen, ob ich mir Italien noch holen soll, aber es ist momentan eine gefährliche Situation. Dann gucke ich erstmal, ob ich dich hier irgendwie organisiert bekomme. Herzogtum Niederschlesien fehlt mir immer noch ein Gebiet.
Okay, ich müsste also mit denen Krieg machen. Krieg erklären. Einen Kreuzzug nach Großmähren. Königreich Bayern, Königreich Polen, Großmähren. Wisst ihr was? Warum nicht? Komm, wir machen mal einen Kreuzzug, unseren eigenen. Welchem Glauben folgen die denn? Orthodox, okay. Kreuzzug für Polen wird ausgerufen. Irgendwie klingt das falsch. Papst Rusticola hat einen heiligen Krieg ausgerufen, der alle wahren Gläubigen unter einem Banner gegen die Feinde des Glaubens vereint. Endlich ist die Zeit gekommen, den Boden von Polen mit dem Blut der Ungläubigen zu weihen. Das klingt total falsch! Und dieses Land zum Ruhm von St. Georg zu erobern. Ein Kreuzzug für Polen wird auf der Stelle begonnen oder Deus Vult ein. Ja, so oder so. So oder so. Der Krieg ist auch instant schon da. Was total krass ist. Dann holen wir mal die Truppen ran. Hier will ich sie mal alle ausheben. Zack. Das wird dieses Mal ein bisschen teurer, Freunde. Aber ich glaube eigentlich gar nicht, dass ich so viel brauchen werde. Kann ich jetzt eigentlich noch irgendjemand als Begünstigten einstellen? Die Jutta Siegharding Augsburg ist die Begünstigte. Der hat halt ohne Witz auch 140.000 Mann. Ist halt ein Glaubenskrieg, der jetzt halt hier eskaliert, ne? Darf man nicht vergessen. Aber er findet halt jetzt erstmal bei uns in der Nähe statt. Das ändert die Sache so ein bisschen. So. Wie viele Leute schließen sich da jetzt noch an? Momentan ist das immer noch ziemlich gleich. Aber es ist halt wichtig, dass wir da so einen Sieg erringen. Und da ist einer unserer Freunde gestorben. Nicht so gut. Okay, komm, du bist jetzt hier schon mal am Start. Das sind alles feindliche Gebiete hier. Du gehst schon mal dahin. Ich bin schon wieder fettleibig. Nein, ich bin im Tode. Nein, das darf doch wohl nicht wahr sein. Spiel, das kannst du mir nicht antun. Hör auf mit dem fettleibig. Kann doch wohl nicht wahr sein, dass ich jetzt hier sterben soll. So, ich muss jetzt hier schon mal ein paar Truppen daraus bewegen. Du bist dahin. 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 Jetzt bewege ich sie erstmal. Oh, bitte, Spiel, bring jetzt nicht die Päpstin um. Das wäre echt ein bisschen blöd. So, ich schicke jetzt hier erstmal die ganzen Truppen schon mal hier überall hin. Du dahin. 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 Schön verteilen, schön belagern, schön beobachten. So, du gehst da drüben hin. Das Fettleibig könnte jetzt gerne mal wieder verschwinden. Da sind zu viele Truppen drauf, das heißt, du gehst dahin. So, du bist jetzt da, dann kannst du noch dahin gehen. Das Boah, das kann man hier schon wirklich jetzt als großes Carpet-Belagering hier bezeichnen.
Dann gehst du da drüben noch hin. Boah, jetzt wo wir nicht mehr fettleibig sind, sterben wir nicht mehr. Also das mit dem Fettleibig ist echt schlimm. Das ist wirklich, wirklich schlimm. Der bringt mir einen Huni, den lasse ich dafür raus. Und der ebenfalls. Also das Spiel könnte das echt mal sein lassen, mich jetzt ja ständig fettleibig werden zu lassen. Weil das heißt, dass Rusticola echt nicht mehr lange leben wird. Und das fettleibig ein echt übler Malus ist. Ach ja, der Himmel soll's richten. Natürlich gab es einen Skandal, war klar. Jetzt kommen die ganzen Verbündeten hier dazu. Hier stehen jetzt immer noch... Ich kann das hier nicht belagern. Kann ich das hier belagern? Das ist die große Frage. Ich muss jetzt mal rauskriegen, was ich jetzt hier alles belagern kann, ne? Das kann ich belagern, gut. Er hat angeblich halt auch 136.000 Verteidiger. Was ist denn das eigentlich alles angeblich? Es sind schon sehr, sehr viele orthodoxe. Da kommen die ersten 1.700 Mann, das sind auch 3.000 Mann. Wir sind einfach viel mehr, ne? Es ist einfach ein Riesenheer, was da jetzt eingefallen ist. Ein unfassbares Heer. Ich gebe auch zu, dass ich Schwierigkeiten habe, das jetzt hier alles im Griff zu im Auge zu behalten. Du gehst da oben hin. Du gehst da oben hin. Und dich muss ich leider etwas exponieren. Jetzt komm schon, mach hinne hier. Na also, das haben wir geschafft. Du gehst da hin. Wir sind schon bei 35%. Es könnte unglaublich schnell gehen. Es wäre sehr, sehr krank, wenn das jetzt hier so ein mittelalterlicher Blitzkrieg würde. Das wäre noch viel falscher. So. Er könnte jetzt, also der Ehepartner könnte jetzt hier mal wieder die Fähigkeiten entweder von Helga, die echt nicht viel kann, oder von Charibert verbessern. Nimm mal die Helga, die kann die Hilfe brauchen. So, 35% sind es immer noch. Eigentlich solltest du, glaube ich, dahin gehen, weil das ist nur... Doch, das ist eine Baronie. Das heißt, man kann sie tatsächlich belagern. Der Khan ist tot und wir haben nicht viel von ihm mitbekommen. Gott sei Dank, auch wenn mit Kagan Yochi, sehr bedrohlicher Name, doch nicht so schrecklich sein wie Temujin. Vielleicht ist dies das Ende der, mongolischen Angriffslust. Ja, der Yochi wird es bestimmt machen, ey. Also ich habe jetzt schon Angst vor einem Typen, der Yochi heißt. Nichts gegen Leute, die den Spitznamen Yochi haben, ne? Ich wette, sowas gibt's, aber... Ihr müsst zugeben, damit werdet ihr unter Kriegern selten Ehrfurcht gewinnen. Es sei denn, ihr seid so hart, dass ihr es trotzdem schafft, trotz dieses Namens. Das ist einfach eine ganz einfache Logik. So, wir sind schon bei 50%, by the way. Oh, jetzt kommen sie. Sie kommen. Jetzt müssen wir hier aufpassen. Es könnte jetzt hier zu größeren Battles kommen. 56%. Das sind 24.000 Mann. Wo marschieren die hin? Ich werde jetzt in den Krieg gerufen. Von meiner, ja, Verwandten. Ich ziehe mich mal dahin zurück. Die wollen mich jetzt hier schnappen. Ich hoffe, ich bin schneller. Gott sei Dank, ich war schneller. Jetzt sind wir schon bei 56%. Da oben haben wir gleich was. Hier haben wir schon was. Oh, Scheibenkleister. Davonlaufen. Okay, ich muss mich jetzt der Bande stellen. Ganz im Ernst, Leute. Ich komme nicht drum rum. Ich muss mich jetzt der Bande stellen.
Wir vereinen unsere Streitkräfte jetzt hier. Anders ist es nicht möglich. Ja, dass ich da geschlagen werde, ist tragisch, aber unvermeidlich. So, jetzt sammeln wir uns hier. Ist nicht anders möglich. Ich muss jetzt da... Ach, jetzt hat er alle abgewählt, ey. Was ist da jetzt passiert? Der Ratsmarschall ist tot. Ich nehme ihn hier. Warum hat diese Armee keinen Anführer? I don't get it. So. Kommt drauf. Drauf. Da findet ein Kampf statt. Da gehen wir mit rein. Das wird die Mutter aller Schlachten, ich sag's euch. Komm, mehr rein, mehr rein, mehr Männer rein. Oh, das ist so krank, was hier gerade passiert. Ich bin schon wieder fettleibig. Bitte, Spiel, bring mich jetzt nicht um. So, ich glaube, dass dieses Fettleibig halt einfach eine Strafe dafür ist, dass man zu viel feiert. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt will ich die Truppen wieder da sammeln. Da findet immer noch eine harte Schlacht statt. Da verliere ich nochmal eine Armee. Oh, natürlich war das jetzt ein Stackwipe. Natürlich war das einer. Aber ich glaube, wir sind schneller als sie. Ah, wir haben einen Teil von ihnen hier gestellt. Wir haben Fettleibigkeit wieder verloren. Jetzt versuchen wir das da. Warum sind da schon wieder die Generäle draußen? Ich verstehe es nicht. Sind noch bei 61%. Gefährliche Fraktion, ich weiß. Wer soll denn das sein? Unabhängigkeit vom Lehnsherren. Ihr seid doch wahnsinnig. Ich versuche ihn einfach mal zu bekehren. Gut. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich jetzt hier beruhigen wird. Und von ihr verlange ich auch die Bekehrung. Gott sei Dank. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie jetzt also da rausgeht, ist... Ja, ja, es hat sich erledigt. Halten wir das einfach mal fest. So, wir greifen die jetzt hier immer noch an. Jetzt habe ich einen Teil von ihnen gestellt. Boah, hier kommt es eigentlich gerade nur zu Schlachten, ne? Wir müssen das jetzt halt einfach mal jetzt hier die Oberhand gewinnen. Das war wichtig. Wir folgen jetzt denen hier erstmal. Nachdem die jetzt hier gerade eben ordentlich eine Packung kassiert haben. Ich hoffe, dass einige von denen... Ah, ne, warte mal, da oben wird schon wieder belagert. Ich gehe jetzt mal wieder gegen die davor. Boah, es ruckelt hart, Leute. Hier ist einfach zu viel los. Ich gehe mal mit der Geschwindigkeit um 1 runter. Es ist echt übel am Ruckeln und ich kann nichts dagegen tun. Ich will mal gerade mal gucken, ob es am Spiel liegt. Wartet bitte ganz, ganz kurz. Ich habe kurz mal rausgetappt. Ob es die Hardware ist, die hier abkackt oder das Spiel. Leute, Moment. Ich habe eine schlechte Nachricht. Es ist die eigene Spielengine. Es ist die Engine, die abkackt. Meine CPU ist 16% ausgelastet. Es ist weder der Arbeitsspeicher, der nur zu 50% ausgelastet ist, noch die CPU. Es ist die eigene Software, die das hier nicht mehr packt. Typisch für Paradox-Spiele. Das kennen wir auch von Stellaris und von Hearts of Iron. Dass ab einem gewissen Punkt einfach die eigene Software das nicht mehr schafft. Also die Spiele-Software, ne?
Und auch den stellen wir hier und machen ihn zur Minna. Kommen alle freiwillig jetzt hier noch an und lassen sich zersägen. Das war... Ah, der kommt jetzt sogar noch freiwillig rein. Da gibt es jetzt ein paar lustige Stack-Wipes. Wenn sie der Meinung sind, dass ihnen das hilft. Ich persönlich glaube ja nicht, dass das so nützlich ist. Da gab es wieder einen Stack-Wipe. Gibt es gleich nochmal einen? Da kommen nochmal 500 Mann, die es wissen wollen. Boom, 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 boom. Also gut, das war eine ganze Menge Stack-Wipes. Aber wir sind noch nicht fertig. Da oben kommen noch mehr von denen. Deswegen forme ich jetzt hier einfach mal eine einzige 60.000er-Armee. Wir werden sie jetzt hier einfach stellen. Wo wir können. So, und da machen wir sie dann einfach fertig. Keine Ahnung, wo sie diese Männer alle gerade ausgraben. Das war auch ein Stack-Wipe. Sind wir schon bei 79%. Man kann das halt auch so gewinnen, ne? Jetzt versuche ich, denen hier zu folgen. Also die meisten Schlachten haben wir wirklich gewonnen, nur zwei verloren. Das waren halt die ersten zwei ungünstigen. Bauernaufstand in Russland. Nö, das passt so. Ich habe schon wieder 17 Gefangene, die ich für Geld rauslassen kann. Aber das will ich nicht. Denn die bringen mir auch garantiert Punkte. Wichtige Punkte. Problem ist halt, dass ich gerade eben wirklich saumäßig Minus mache, ne? Durch gewonnene Schlachten gewinnst du halt einfach kein Geld. Soldaten kosten halt echt viel. So, das wird ein klarer Sieg hier, wenn wir das hier machen würden. Jetzt lasst euch hier endlich abfangen, ihr Feiglinge. Wir haben wieder einen Bildungsvorzug. Gemeinde bekehren Fortschrittstempo. Das wäre gerade sehr, sehr geil. Vor allem, weil sie da gerade eben dran auch tätig ist. Schaffe ich es jetzt endlich, irgendeinen von denen zu stellen? Natürlich immer noch nicht. Also das Spiel ist unglaublich schlecht darin, das vorauszusehen, ob man die jetzt am Ende noch kriegt oder nicht. Aber jetzt kriegen wir sie. Erwischt. Das wird wohl eher kein Stack-Wipe werden hier. Der hat 41 Ritter, bringt ihm aber nichts. Wow, wow. Und... Sie hauen immer noch drauf ein. Das war aber kein Stack-Wipe. Da sind noch eine Menge von denen davon gekommen. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier belagere. Ah, hier ist schon eine Belagerung am Laufen. Da drüben sind noch einige, die ich noch verhauen kann. Wir sind schon bei 82%. Ganz im Ernst, ich glaube, ich mache das jetzt wirklich so. Ich werde jetzt hier einfach diese Armeen nur noch verhauen. Das sind nur noch 2000 Mann, ne? Das ist nichts. Das ist de facto nichts. Warum treffen jetzt permanent irgendwelche Gäste ein? Ich bin schon wieder fettleibig. Jetzt hör doch mal auf, spiel damit. Wisst ihr, ich mach doch schon abnehmen, so gut ich kann. Aber das Spiel sagt einfach nö. Komm schon, komm schon. Ich geh jetzt mal wieder mit der Geschwindigkeit auf 3 hoch. Jetzt wollen sie auf einmal doch nicht mehr. Eieiei, da sind aber ganz schnell ganz viele von denen verhauen worden. Das waren wieder ganz viele Stack-Wipes. Ja, die habe ich jetzt hier auch nochmal erwischt. Jetzt bin ich wieder nicht mehr fettleibig. Also ich kenne den Jojo-Effekt, aber das ist lächerlich.
So, Freunde, ich weiß, dass ich schon über die Zeit längst hinaus bin. Aber das kriegen wir jetzt hier noch schnell hin. In dieser Folge. Ach Gott, was ist denn jetzt schon wieder los? Bayerische herkulistische Populisten. Oh Mann. Nicht so geil. Jetzt sind wir schon bei 97%. Komm, 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 drauf! Und das war's. Wir können es beenden. Wir setzen unseren Anspruch durch. Kreuz und Vergeltung! St. Georg und hat Papst Rusticola den Sieg im Heiligen Krieg um Polen geschenkt, nachdem sie König Horislav und seine heidnischen Krieger in mehreren Schlachten besiegen konnten, zwangen unsere Krieger die Feinde des Glaubens, ihre schändliche Niederlage einzugestehen. Nun, da die besetzten Lande fest im Griff eines heiligen rustikulistischen Herrschers sind, können wir in der Gewissheit ruhen, den göttlichen Willen durchgesetzt zu haben. Welch ein glorreicher Tag für alle wahren Gläubigen! St. Georg war mit uns. So, ich kann jetzt hier meine Truppen tatsächlich erstmal auflösen, was absolut wichtig ist wegen der Geldsituation. Da drüben ist immer noch dieser komische Bauernaufstand. Wobei ich nicht mal weiß, wo der ist. Die verliert hier aber gerade eben irgendwie. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Da muss ich halt anders gucken. Muss ich bei ihr gucken? Wo ist das? Ja, klar. Als ob ich dafür die Zeit habe. Habe ich aber tatsächlich. Ich kann meine Elite-Truppen dorthin schippern lassen. Beim nächsten Mal. Mach's gut, bis dahin. Schöne Zeit. Ja, wir haben gewonnen. Tschüss und Ade.